Wir alle haben ja gestern die Bayern schauen und auch bewundern dürfen, so ehrlich muss man jetzt sein, gerade in der ersten Halbzeit, was sie da gezaubert haben, das war schon der allerfeinste Fußball, das war schon total dominant, die Eintracht an die Wand gespielt, es gab einige Spieler, die extrem gut performt haben, wie unter anderem Musiala. Aber was ich mich mal fragen wollte und euch auch fragen wollte, ist Bayern ohne Lewandowski tatsächlich noch stärker oder nicht? Viele haben ja gesagt, wenn Lewandowski geht, braucht man einen Ersatz, sonst werden die Bayern nicht mehr diese Durchschlagskraft haben. Ich gehörte auch dazu, bin riesen Fan von klassischen Neunern, das wisst ihr alle. Ich habe auch gedacht, man muss Lewandowski irgendwie ersetzen. Nagelsmann und Salihamidzic haben gesagt, nee, wir kompensieren das als Team. Und sie haben Stand jetzt recht. Klar, es waren nur zwei Spiele, aber gegen zwei gute Gegner, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt. Ja, einmal den DFB-Pokalsieger, einmal den Euro-League-Sieger. Und diese beiden einfach mal so wegzufegen, ja, gerade jetzt die 6:1 gegen Frankfurt, das war schon eine Machtdemonstration. Und was ich wirklich krass finde bei den Bayern, du kannst dich jetzt nicht mehr so auf einen Lewandowski vorne irgendwie fokussieren, sondern tatsächlich gibt es jetzt gefühlt jeder Spieler kann da vorne Tore schießen. Ein Sadio Mané natürlich, ein Musiala, Kimmich trifft sogar noch irgendwie vom defensiven Mittelfeld aus. Also du hast jetzt so viele Spieler, die da scoren können, natürlich eigentlich auch Thomas Müller, gestern ein bisschen unglücklich ausgesehen bei diesem Abschluss, aber du hast so viele Spieler jetzt auch, theoretisch ein Leroy Sané, wenn er reinkommt, ja, ein Coman, der gerade noch gesperrt ist und so weiter und so fort. Also du hast so viele Spieler, die Tore schießen können, sind die Bayern jetzt unausrechenbar und sind sie jetzt sogar noch stärker als mit Lewandowski? Eure Meinung dazu bitte in die Kommentare. Wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.